Ja, herzlich willkommen zu Cleos Bank. Heute mal wieder Hashtag Stay at Home. Ich habe einen besonderen Gast, Heidemarie Brosche, Autorin und, darf man jetzt ja sagen, Lehrerin im Ruhestand. Genau, die darf Hallo. ich sagen. Hallo. Auf eine Tasse Kaffee. Gleich die erste Frage. In einigen Bundesländern hat die Schule wieder begonnen unter den neuen Bedingungen. Hätten Sie in Ihrem aktiven Leben als Lehrerin jemals gedacht, dass so eine große Menge an Menschen und auch Schülern nach der Schule schreit, wir wollen wieder in die Schule, wie jetzt in den letzten Wochen des Lockdowns und unserer Corona-Zeit? Nein, natürlich nicht. Zum einen ist es natürlich wirklich etwas gewesen, was keiner sich hat, ich glaube zumindest, was fast niemand sich hat vorstellen können. Es gab, glaube ich, sogar schon Romane vorher, die ähnliche Pandemien oder sowas Ähnliches, in Anführungszeichen Katastrophales oder Bedrohliches thematisiert haben. Aber ich denke, die allermeisten Menschen hatten sowas nicht auf dem Schirm. Ich nicht. Und ich hätte mir das natürlich nicht vorstellen können, weil ich zu meinem eigenen Kummer sehr oft mitgekriegt habe, dass sich die meisten Schüler natürlich nicht freiwillig dorthin begeben, wo wir unterrichten. Andernteils habe ich immer wieder auch erlebt, dass gerade Schüler, wie ich sie unterrichtet habe, nämlich Schüler, die aus eher einfachem Haus sind und wo es oft viele Probleme daheim gibt, die Schule durchaus auch mal als stützend oder stärkend empfinden können. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht ein Lehrerleben lang aushalten können, wenn ich mich immer nur als jemand gefühlt hätte, der Druck ausübt. Aber es war schon manchmal auch etwas, wo ich mir gedacht habe, sie kommen eigentlich doch ganz gerne und fühlen sich bei manchen oder vielen Lehrern auch gut aufgehoben, vom Menschlichen her. Jetzt habe ich habe selbst Lehramt für Grundschule studiert und war auch ein bisschen, nicht so lang wie Sie, ein bisschen auch aktiv als mobile Reserve. Ich habe immer gesagt, dass ich zum einen schon Eltern verstehe, wenn sie sich für ihr Kind einsetzen, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, aber habe natürlich auch durch die eigene Erfahrung in dem Beruf auch Verständnis für Lehrer und das Lehrerbild oder die Situation des Lehrers hat sich ja in den letzten Jahren schon verändert. Es gibt ja die Geschichten immer und auch die reellen Geschehnisse von Eltern, die sich etwas über Gebühr für ihre Sprösslinge einsetzen. Jetzt in der Pandemiezeit habe ich für mich, es ist alles subjektiv natürlich, den Eindruck gehabt, dass sich ganz bestimmte Eltern immer besonders hervortun und jammern und schimpfen, dass hier die Situation so ist, wie sie ist, wo ich mir gedacht habe, eigentlich wären ja gerade die in der Lage, ihren Kindern diese Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten und weniger die Eltern gemeckert haben, wo sie, wie gerade beschrieben haben, die Kinder eigentlich wahnsinnig darauf angewiesen sind, dass es die Schule gibt, die ihnen Bildung vermittelt. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen manchmal wütend und ärgert mich auch, weil ich mir denke, von was reden wir hier überhaupt? Wie ist so Ihre Einschätzung zu diesem Thema? Ja, schon sehr ähnlich. Ich möchte jetzt niemanden irgendwie verdammen, aber auch ich habe mich, also ich habe mich nicht gewundert, dass viele, viele Eltern in Aufruhr sind. Ich denke, das war wirklich etwas sehr Besonderes und zum Teil auch sehr Belastendes. Und man kann ja nicht sagen, bloß weil Eltern gebildet sind, haben sie unendlich Zeit, sich um ihre nun zu Hause befindlichen Kinder zu kümmern. Sie müssten in der Regel ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Und sehr oft war es ja eben mit Homeoffice verbunden, sodass man zu Hause ja gleichzeitig eigentlich seine beruflichen Pflichten erledigen wollte und gleichzeitig den Kindern gute Eltern sein wollte und sollte und gleichzeitig auch noch sozusagen die Schule so ein bisschen vertreten sollte. Aber, also das ist durchaus belastend und ich bin dankbar, richtig dankbar, dass mich das als Mutter nicht getroffen hat. Ich habe drei Söhne und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie das hier gewesen wäre, als die noch alle drei in der Schule waren, wie ich da in Aufruhr zum Teil gewesen wäre, dass die trotzdem was tun, ne, und nicht ins totale Entspannen kommen. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass man, nachdem man in Aufruhr geraten ist, finde ich, als Eltern auch jetzt schon ein bisschen relativieren hätte können und immer noch relativieren kann, wie schrecklich ist es jetzt gerade eigentlich? Und ich denke, die Kinder, die aus Elternhäusern kommen, die ihren Kindern etwas bieten können, und damit meine ich nicht in erster Linie das Materielle, damit meine ich ihnen Bildung und Bindung bieten können, Halt vor allen Dingen, Halt, weil sie selber stark sind und weil sie selber wissen, wo sie stehen,
die Eltern müssen gar nicht so große Sorgen um ihre Kinder haben. Die Kinder lernen nicht nur im Unterricht. Die Kinder können daheim jederzeit viel lernen und in Gesprächen lernen sie so viel. Und Familien, in denen eine Gesprächskultur herrscht, in denen man von Haus aus miteinander redet, solche Kinder, die nehmen in meinen Augen so viel von daher ganz selbstverständlich mit und das bringt die schon in so einen Vorteil gegenüber denen, wo das nicht der Fall ist, dass man sich so große Sorgen nicht machen muss. Und das Beglückende ist ja, dass das Internet, das zwar viel Negatives auch gebracht hat, aber eben auch diese wunderbare Möglichkeit bietet, dass Kinder sich selber Wissen verschaffen können. Das heißt, Kinder, die jetzt in einem Klima aufwachsen, wo man Lust hat, Neues zu erfahren oder wo sie, die mitkriegen, dass Eltern mal sagen, oh, das weiß ich jetzt auch nicht, ich schaue nach. Die können ja alle selber auch nachschauen ab einem bestimmten Alter und sich dadurch bilden. Und es gibt so viele Tutorials im Internet, wo man sieht, ah, so geht das und so erklärt der das. Aber viel gravierender ist eben das, was Sie gerade angedeutet haben und was ich kenne, ist es in den Familien, die das einfach nicht leisten können. Ich werde die jetzt auch nicht, ich habe es noch nie getan und werde es wieder nicht tun, ich werde nicht diese Familien irgendwie runtermachen. Zum Teil können sie es ihren Kindern einfach nicht bieten. Sie haben selber wenig Bildung, sie haben oft große Probleme materieller und auch anderer Art und sie haben eben oft nicht diese Stärke in sich, dass sie ihren Kindern wirklich Halt bieten können. Und für die war Corona in meinen Augen war und vielleicht auch noch ist, es eine größere Belastung. Und die hätten eigentlich Grund aufzuschreien, Hilfe, wir kommen nicht mehr zurecht, Hilfe, unsere Kinder gehen vielleicht unter. Aber die melden sich eben nicht groß zu Wort. Die schreiben keine großen Posts oder Artikel in der Zeitung. Und für die spreche ich aber gerne. Und ich habe erst vor kurzem mit einer Kollegin geredet, die jetzt eine 8. Klasse hatte und die hat gesagt, in der Zeit, in der ihre Klasse wieder regelmäßig gekommen ist, im Wechsel, also kleine Gruppe, weil es immer nur die Hälfte war, und aber wieder normalen Unterricht hatte, war es bei ihnen so schön wie noch nie. So hat mir die das beschrieben. Und hat gesagt, die Schüler haben gesagt, so wie es jetzt gerade ist, ist es richtig gut. Sehr kleine Gruppe, dadurch nicht mehr laut, dadurch prallen eben nicht mehr so viele Probleme aufeinander. Wäre ja fast ein Konzept für unser Schulsystem, dass man jetzt erkennt, eigentlich was seit vielen Jahren schon gefordert wird, eher kleinere Gruppen zu machen, um hier auch das Optimale auch an die Schüler ranzubringen, die Bildung und die Themen. Ich habe Sie jetzt unterbrochen, weil ich möchte auch in der verbleibenden Zeit unbedingt über Ihre Bücher mit Ihnen reden. Sie haben ja schon vor Corona und vor den Schwierigkeiten, die wir jetzt erleben, die die Eltern erleben, Bücher geschrieben, um auch Eltern zu unterstützen und auch letztendlich Schüler ein bisschen auch zu stärken. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen davon, welche Bücher das sind und worum es da geht. Also es sind viele Bücher, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf die, die sich an Eltern richten. Ich habe ja auch viele Kinder- und Jugendbücher und Sachbücher für Lehrer geschrieben, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Das, was mir eben das ganz Große, was über allem bei mir immer steht, ist die Wertschätzung. Eine uneingeschränkte Wertschätzung gegenüber dem anderen Menschen, mal grundsätzlich und natürlich vor allen Dingen auch von Eltern und Lehrern den Kindern und Jugendlichen gegenüber, was nichts mit Pampern, was nichts mit Kuschelpädagogik zu tun hat. Wertschätzung ist was ganz anderes. Und in diesem Zusammenhang habe ich eben ein Buch geschrieben, das heißt, mein Kind ist genau richtig, wie es ist. Das ist vor, glaube ich, 3 Jahren, 17 Jahren erschienen. Ist mir sehr wichtig. Da inspiriere, möchte ich fast sagen, ich die Eltern und motiviere sie, ihr Kind nicht immer nur auf seine Schwächen hin abzuprüfen und dann den berühmten Schwächenstempel zu geben, du bist zu lebhaft, du bist zu schüchtern, du bist zu faul, sondern mal das Kind genau anzuschauen und auch mal die Perspektive zu wechseln und wirklich hinzugucken, welche Stärke steckt auch in dieser vermeintlichen Schwäche. Also die eine Botschaft ist, schau nicht immer nur auf die Schwächen und die andere ist, schau dir das, was du für Schwächen hältst, mal genauer an und du wirst erkennen, wenn du bereit bist, auch mal anders zu denken, was natürlich nicht leicht ist, sage ich auch in allen Vorträgen immer wieder, anders zu denken, die Dinge anders zu sehen, eine andere Perspektive einzunehmen, kostet Energie und man muss wirklich sich darum bemühen, aber es kann sich so sehr lohnen im ganzen Leben und auch mit den eigenen Kindern. Also da, wenn man dann gelernt hat, man kann das, was das Kind, zum Beispiel das Langsame, auch vom Positiven her sehen, er ist gründlich, er ist bedächtig, er wird vielleicht mal einen Beruf ergreifen, wo ihm genau das zu Pass kommt. In der Schule ist er zwar vielleicht der Langsamste und ich helfe ihm als Mutter oder Vater dabei, wenn er es möchte, dass er ein bisschen mehr Tempo entwickelt. Aber nicht immer nur sagen, ja, die Lehrerin sagt es auch, du bist zu langsam. So, das ist die eine Geschichte. Und
Ja. Entschuldigung. Nein, mir sind nur gerade diese beiden Begriffe aufgefallen, Wertschätzung und Perspektivwechsel. Ich glaube, vielleicht sollten grundsätzlich mal Menschen ihr Buch im Moment lesen und nicht nur Eltern, sondern auch andere Nicht-Eltern, um sich mal Gedanken zu machen, dass es wichtig ist, den anderen, so wie er ist, wertzuschätzen. Ich muss nicht alles toll finden, was andere sagen oder denken. Das ist ja gerade ein großes Thema. Aber zumindest es mir mal anhören und dann mir meine eigenen Gedanken machen und dann versuchen, vielleicht mal die Perspektive zu wechseln oder zu sagen, nee, also habe ich jetzt alles gemacht, ich bleibe trotzdem bei meiner Perspektive, weil dann, glaube ich, vielleicht ein besseres Miteinander möglich wäre. Aber was ist das andere noch, was Sie noch sagen wollten zum Was Buch? mir auch noch wichtig ist, natürlich ist mir immer das neueste Buch wichtig, das neueste Buch, ich weiß nicht, darf ich es mal eben kurz in die Natürlich, Kamera in die halten? Kamera, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt spiegelt oder ob man es sieht, hätte ich Hätte ich. netter schimpfen sollen, wie eine wertschätzende Erziehung gelingen kann. Und dieses Buch ist mir eben sehr wichtig, weil es in der, also zum einen Wertschätzung habe ich ja schon gesagt, aber ich habe festgestellt, in den letzten Jahren gab es vermehrt Bücher mit Titeln wie Erziehen ohne Schimpfen oder Mama nicht schreien oder man muss, was weiß ich. Auf jeden Fall hieß es, im Titel wurde schon immer den Eltern vermittelt, wenn du schimpfst oder wenn du schreist, bist du keine gute Mutter oder bist du kein guter Vater mehr. Und mein Buch sagt natürlich nicht, Leute, schimpft in eure Kinder rein, wie ihr wollt. Das wäre ja völlig dem zuwider, wie ich denke. Aber es hat eben auch Verständnis für die Eltern. Das heißt, in diesem Buch gehe ich davon aus, wie ist die Situation heute? Ich blicke auch ein bisschen zurück. Wie kam es überhaupt zu der Art, wie wir heute erziehen, dass so viele Eltern so unsicher sind? Woran liegt denn das, dass die einen alles zulassen und dass die anderen oft einfach sagen, ich weiß gar nicht, wie es richtig ist? Oder eben auch, was ich so oft erlebt habe, dass die Kinder aus dem Ruder laufen und die Eltern irgendwann mal gar nicht mehr wissen, ich habe doch alles getan, er hat doch alles gekriegt und jetzt klappt es trotzdem nicht. Also da habe ich ein bisschen was Geschichtliches drin, aber einfach formuliert, das ganze Buch bemüht sich, einfach verständlich zu sein, weil ich eben nicht nur diesen elitären Zirkel der akademischen Leser erreichen möchte. Dann machen wir auch ein bisschen einen kleinen Rundblick in der Erde, über unsere Erde. Wie wird denn woanders erzogen? Zum Teil wird nämlich ganz anders erzogen und es kommen auch friedliche und wertschätzende Menschen raus. Was ist also das ganz Wichtige? Und das Wichtige stellt sie immer wieder raus, ist eine gute Bindung zwischen Eltern und Kindern und eine wertschätzende Grundhaltung und dann verzeihen die Eltern auch Fehler, die Kinder verzeihen die Fehler, die die Eltern machen. Und in dem Buch geht es eben dieses Ironische, hätte ich netter schimpfen sollen, soll eben das aufgreifen, dass Eltern so oft, nachdem sie sich irgendwie erziehlich verhalten haben, denken, oh mein Gott, habe ich es jetzt eigentlich richtig gemacht? Ich kenne so viele Eltern, die mir das so beschrieben haben. Da gibt es auch sehr viele Erfahrungsberichte von netten, wertschätzenden Eltern, die sagen, obwohl ich das doch alles weiß, gelingt es mir nicht immer. Und dann sage ich eben ganz klar, es gibt bestimmte Möglichkeiten. Also erstens, wenn diese Grundlage stimmt, der Wertschätzung und Bindung mit den Eltern, dann ist alles nicht so schlimm. Und das kann man jeden Tag aufs Neue festigen und immer wieder auch korrigieren. Und das andere ist eben auch, dass man, wenn man vorher ein bisschen dass es viele Dinge gibt, wo man schon vorbeugen kann, dass es gar nicht zu diesen Situationen kommt, wo dann geschimpft wird oder wo die Stimmung so schlecht wird. Und dann biete ich natürlich auch noch alle möglichen Impulse. Ich sage nie Ratschläge oder Tipps, das sage ich sehr, sehr ungern, weil das heißt immer so, ich weiß es und du weißt es nicht. Ich gebe Denkanstöße auch wieder. Wie könnte man das noch sehen? Was könnte man jetzt tun, außer dass man eben austickt und schimpft? Und so denke ich, ist dieses Buch eine Hilfe und eine Entlastung für viele, viele Eltern, die manchmal unsicher sind. Und mein großer Wunsch ist, dass sie aus der Lektüre gelassen, gestärkt hervorgehen und das gerade deshalb mit ihren Kindern wieder gut umgehen können. Und nicht, weil man ihnen ständig sagt, du schaffst es ohne Schimpfen, du wirst es schaffen und du musst es schaffen. So. Und deswegen würde ich allen empfehlen, wie gesagt, auch Nicht-Eltern, googeln Sie nach Heidemarie Brosche und ihren Büchern. Lesen Sie diese Bücher. Ich werde auch gucken, dass ich es mir besorge, weil ich glaube, das hat auch gute Impulse für Beziehungen. Sag herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit hatten für mich zu Cleos Bank, Hashtag Stay at Home. Und ich freue mich auf alles, was in Zukunft noch aus Ihrer Feder kommen wird zum richtigen Umgang von Eltern und Kindern und eventuell auch Lehrern und Kindern. Und wünsche einen schönen Tag.